Und wir starten mit Jan Schmalfuß Schwarz, und zwar mit einem wirklich spannenden Thema, nämlich Erzeugung von Indoor-Kartendaten unter Berücksichtigung von Barrierefreiheitsinformationen. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Noch kurzer Hinweis, bevor Jan anfängt. Wenn Sie Fragen haben, finden Sie, wie auch gestern schon, die Möglichkeit, rechts in dem Fragentab Fragen zu stellen. Und im Anschluss des Vortrags versuchen wir, die dann alle durchzuarbeiten. Von daher wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß und übergebe das Wort an Jan. Genau, vielen Dank für die kurze Einführung. Mein Name ist Jan Schmalfuß-Schwarz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Technischen Universität Dresden und freue mich auch dieses Jahr hier wieder bei der FOSGIS-Konferenz vortragen zu dürfen. Und zwar komme ich aus dem Forschungsprojekt Accessible Maps. Es ist ein Konsortium, was sich aus zwei Partnern zusammensetzt. Einmal vom Karlsruher Institut für Technologie und einmal von unserer Seite die Technische Universität Dresden in Vertretung des Lehrstuhls für Mensch-Computer-Interaktion. Wir sind vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und das Projektende ist für dieses Jahr vorgesehen. Das heißt, wir haben auch schon ein bisschen an dem ganzen Thema geforscht. Und ich hoffe, dass ich Ihnen einen guten Einblick über auch den aktuellen Stand ein bisschen geben kann. Die Ziele des Projekts nochmal im Allgemeinen kurz vorgestellt, damit Sie auch wissen, worum es im Allgemeinen geht. Es gibt so zwei grundlegende Blöcke, die wir adressieren im Projekt. Das ist einmal die Generierung von Indoor-Kartendaten mit Zugänglichkeitsmerkmalen. Das heißt, wir versuchen, Gebäude zu erfassen und Barrierefreiheitsinformationen darüber mit in die Daten unterzubringen. Hier ist anzumerken, wir können natürlich ein Gebäude nicht barrierefreier machen, im Sinne von baulich barrierefrei, aber das Ziel ist es tatsächlich, die Daten über den aktuellen Ist-Stand des Gebäudes zu erfassen und dann auch in dem zweiten Block diese darzustellen. Hier adressieren wir verschiedene Nutzendengruppen, beispielsweise Nutzende mit Blindheit oder Sehbeeinträchtigungen, aber auch Nutzende mit Mobilitätsbeeinträchtigungen, für die wir die Kartendaten halt zugänglich machen wollen. Das ist dann beispielsweise in taktiler Form für Menschen mit Blindheit möglich, so dass die sich eine Gebäudekarte vorab ausdrucken können taktil und dann ertasten können, wie die Gebäudegrundstruktur ist und sich so auch vorab einen Überblick verschaffen können. Warum machen wir das Ganze überhaupt? Die räumliche Mobilität ist natürlich ein wichtiger Aspekt in unserem alltäglichen Leben, sei es im Berufsalltag, wenn wir zu irgendwelchen Weiterbildungen oder anderen Konferenzen oder ähnliches reisen müssen, als natürlich auch in unserem alltäglichen Leben, wenn wir einkaufen gehen. Und dafür wollen wir einerseits die Datengrundlage schaffen und andererseits auch Möglichkeiten, halt den Zugang zu diesen Daten zu ermöglichen. Dabei gibt es natürlich sehr spezielle und spezifische Anforderungen von Menschen aus den adressierten Nutzendengruppen. Und auch die Barrieren in Gebäuden können sehr, sehr vielfältig sein. Daher ist es wichtig, dass man sich halt vorab Informationen holen kann und meist werden Informationen dafür auch zur Verfügung gestellt. Ich kann es nur am Beispiel der TU Dresden jetzt beispielsweise mal beschreiben. Hier ist es so, dass wir mit dem Campus Navigator die Möglichkeit bieten, vorab sich Gebäude anzuschauen und auch Wege innerhalb der Gebäude so schon zu planen. Als erstes hatten wir uns dann den Stand der aktuellen Indoor-Karten angeschaut, nicht nur in OSM selbst, sondern auch in kommerziellen Systemen wie bei Google oder bei Apple. Da ist tatsächlich anzumerken, dass der Stand sehr gering ist. Es gibt wenige vollständig erfasste Gebäude, noch weniger Barrierefreiheitsinformationen zu den Gebäuden. Und da die Diversität in den nutzenden Gruppen selbst sehr hoch ist, haben wir uns dann entschieden, halt auf OSM zurückzugreifen, um hier die Datengrundlage auch frei zur Verfügung zu stellen, die wir schaffen. Denn uns ist bewusst, dass die Ansätze, die dann entwickelt werden müssen, um den Zugang zu den Daten zu ermöglichen, breit aufgestellt sein müssen. Und da ist einfach ein freier Zugang zu den Daten essentiell, um möglichst viele Anwendungen entwickeln zu können. Daher haben wir uns hier auf das Simple Indoor Tagging Format eingeschossen, um es mal so zu sagen, das halt in OpenStreetMap verwendet wird und haben hier am Anfang auch eine Analyse vorgenommen, um mal zu schauen, wie es überhaupt aussieht, wie weit Simple Indoor Tagging denn schon verbreitet ist. Und auch hier ist festzustellen, dass in auch
großen europäischen Städten nur sehr wenige Gebäude vollständig gemappt sind. Das Ganze fußt dann in eigentlich drei zu lösenden Herausforderungen hinsichtlich der Datenerfassung. Also der erste Punkt, wie gerade angesprochen, ist die unzureichenden Innenraumdaten. Hier gilt es halt, Anwendungen zu entwickeln, die möglichst die grundlegende Erfassung schon unterstützen und vereinfachen. Denn es ist sehr komplex, so ein ganzes Gebäude überhaupt erstmal grundlegend, die Räume, die Korridore zu mappen. Das ist auch der Punkt 2, genau diese mühsame Datenerfassung, die dann auch noch darin mündet, dass man natürlich Barrierefreiheitsinformationen zusätzlich erfassen muss. Und da kommen wir auch zum Punkt 3 direkt anschließend, nämlich den Kenntnisstand. Welche Daten muss ich denn erfassen, um tatsächlich die Barrierefreiheit eines Gebäudes, den aktuellen Stand abbilden zu können? Da sind wir dann bei Punkten, wie gibt es eine Sprachausgabe in Fahrstühlen, gibt es Handläufe an den Treppen? Dazu werde ich dann aber auch noch mal kurz, oder darauf werde ich dann noch mal kurz eingehen. Der Mapping-Prozess an sich, den wir jetzt auch so durchführen für gerade Gebäude an unseren beiden Partnerstädten, ist, dass wir als erstes eine Analyse vorgenommen haben, welche Gebäude wollen wir überhaupt erstmal erfassen. Wie gesagt, das ist sehr zeitaufwendig, und auch geschaut haben, welche Datengrundlage haben wir. Wir haben beispielsweise an der TU Dresden SVG-Pläne da, in denen die architektonische Grundlage verzeichnet ist, die wir dann genutzt haben. Es gibt aber auch andere denkbare Möglichkeiten, beispielsweise wenn keine digitale Datengrundlage vorliegt, Fluchtpläne zu nutzen, um die Gebäudedaten erstmal die grundlegenden zu erfassen. Aber auch wenn man in Richtung Building Information Modeling denkt, auch dort sind natürlich Daten vorhanden, die man dann transformieren könnte in das vereinfachte Simple Indoor Tagging. Wenn man dann diese grundlegende Gebäudestruktur erfasst hat, oder ein Tool genutzt hat, um diese zu erzeugen, geht es dann halt weiter nochmal mit dem Überprüfen der Kartendaten auf die Korrektheit und natürlich auch um das Anreichern dieser Kartendaten mit Barrierefreiheitsinformationen, die ja zumeist dann in solchen grundlegenden Datenformaten, die man genutzt hat, nicht vorhanden sind. Ein ganz kurzer Ausflug an der Stelle zum Simple Indoor Tagging. Das Simple Indoor Tagging ist insofern ein sehr nützliches Format, da es ermöglicht, über das Building, die Building Outline erstmal zu sagen, okay, hier sind Daten da im Format Simple Indoor Tagging, und dann kann innerhalb des Gebäudes auch nur einzelne Räume erstmal gemappt werden. Das vereinfacht natürlich die Datenerfassung, und daher ist die Hoffnung, dass natürlich auch viele dazu beitragen können, weil nicht erst eine große Hierarchie für das Gebäude angelegt werden muss oder ähnliches. Es basiert darauf, dass es immer einen Tag gibt mit dem Key Value per Indoor und equals ein bestimmter Value. Hier kann beispielsweise ein Raum angegeben werden oder ein Korridor. Es gibt die Level Tags, die dann sagen, auf welcher Etage sich dieser Raum befindet und über welche Etagen sich beispielsweise Treppen erstrecken, und man kann halt noch viele andere Dinge dann logischerweise auch mit als Informationen über Key-Value-Paare daran anmappen. Um nun die Unterstützung von dem Kategorisierungsprozess von Gebäuden zu gewährleisten, haben wir dann nochmal uns die Anwendungslandschaft auch vor Augen geführt. Ich bin jetzt schon zum Großteil darauf eingegangen. Einmal hätte man halt die Möglichkeit, Kartendaten aus Fluchtplänen zu erzeugen. Andere Möglichkeiten sind halt, wie beschrieben, andere Eingangsformate, die man nutzt. Bei uns, wie gesagt, SVG-Pläne, aber auch Datengrundlage aus dem BIM wäre natürlich möglich. Aber auch innerhalb von OSM gibt es beispielsweise mit Indoor-OSM ein Datenformat, wo schon ein paar mehr Gebäude gemappt sind. Auch das zu konvertieren wäre natürlich eine Überlegung wert. Wobei man natürlich immer aufpassen muss, welche Daten man hier anfasst. Man möchte ja auch niemand anderen die Daten zerschießen. Und von daher darf es auch hier ein Tool, was frei zur Verfügung steht und wo dann auch entschieden werden kann, wie die Gebäude vorliegen sollen, in welchem Format. Und am Ende bedarf es halt nochmal einem Tool, was die ganze Datengrundlage jetzt analysiert und auch Empfehlungen ausspricht, wo vielleicht noch Verbesserungen zu machen sind, wo vielleicht noch gewisse Informationen fehlen.
Daher haben wir uns der Aufgabe gestellt und verschiedene Prototypen entwickelt, die auch aktuell noch weiterentwickelt werden. Einer ist einmal die Transformation von Fluchtplänen in Gebäudekartendaten. Das basiert auf einer Bildverarbeitungspipeline, in der wir dann versuchen, Schritt für Schritt die Räume zu extrahieren. Wie man sieht, auf der rechten Darstellung erkennen wir aktuell noch zu viele Räume oder auch zu wenig, je nachdem. Das heißt, es ist automatisch gar nicht zu 100% möglich, hier die Räume zu extrahieren, aber es ist erstmal eine gute Grundlage, auf der man arbeiten kann. Hier ist allerdings die Nachbearbeitung nicht nur gewünscht, sondern sie ist auch einfach nötig. Selbst wenn wir den Stand hier noch verbessern, ist es schlicht und ergreifend so, dass immer Fehler auftreten können. Das heißt, es braucht am Ende immer noch mal den Menschen, der drüber schaut und gewisse Anpassungen macht. Wenn man hier einen Fluchtplan abfotografiert hat oder der ja meist einen Teil des Gebäudes darstellt und dann transformiert hat, kann man hier auch im Tool schon nachbearbeiten, Räume entfernen, Räume zusammenfügen und kann dann das Ganze so exportieren, dass man es in JOSM dann importieren kann und weiterverarbeiten kann. Ein zweites Tool, was in dem Rahmen entstanden ist, ist genau basierend auf den SVG-Plänen, die wir hatten. Und auch hier nutzen wir diese SVG-Pläne, die architektonischer Natur sind, also auch Wandstärken beispielsweise haben, um diese zu vereinfachen und hier die Wände zusammenzuführen, sodass sie keine Wandstärken mehr besitzen und dann halt in das entsprechende Format zu bringen. Was man hier auf der Abbildung nochmal schön sieht, ist die Art und Weise, wie wir das Gebäude dann ausrichten. Wir nehmen dafür zwei Punkte an, die möglichst weit voneinander entfernt sind und vollziehen dann über diese beiden Punkte die Transformation, sodass wir das Gebäude rotieren und dann auch entsprechend skalieren. Auch hier ist zu sagen, dass eine Nachbearbeitung nicht nur gewünscht ist, sondern auch nötig ist. Und auch hier ist es wieder möglich, die Daten dann zu exportieren und in JOSM nachzubearbeiten. Ein kleiner Ausflug jetzt an der Stelle zu Barrierefreiheitsinformationen. Ich habe jetzt sehr viel dazu erzählt, wie überhaupt die grundlegende Struktur erfasst wird. Nun geht es natürlich da auch darum, diese Elemente weiter mit Informationen anzureichern, die dann für die entsprechenden Menschen einen Mehrwert bieten, um sich vorab schon ein Bild zu verschaffen und einen Weg im Gebäude zu suchen. Hier ist das Beispiel der Treppen. In dem SIT bietet ja schon die Möglichkeit, freistehende Treppen und Treppenhäuser zu unterscheiden. Das ist insofern wichtig, dass beispielsweise Menschen mit Blindheit mit einem Langstock die Treppen unterpendeln könnten und sich dann stoßen könnten an den unterlaufbaren Treppen. Und das stellt natürlich ein erhöhtes Verletzungsrisiko dar. Hier können zugleich an die Treppen auch noch andere Informationen mit angepackt werden, die zumeist auch aus dem Outdoor-Bereich, wie sie dort bereits gemappt werden, adaptiert wurden. Das ist einmal das Tactile Paving. Im Sinne der Treppen sind damit markierte Treppenstufen gemeint, wie zum Beispiel die erste und die letzte, aber auch die Beschriftung an Geländern, beispielsweise mit hervorgehobenen Zahlen, um Auskunft zu geben, welche Etage gerade erreicht wurde, oder auch Pfeilbeschriftungen sind möglich, hier an die Treppe anzuheften, sowie natürlich auch die Handläufe beispielsweise selbst. Ähnliches gilt für Fahrstühle. Auch hier können Handläufe mit gemappt werden, aber auch die Sprachausgabe oder auch ob taktile Beschriftungen beispielsweise von dem Zahlenfeld gegeben sind, sodass ein Nutzender oder eine Nutzende mit Blindheit halt die entsprechende Etage auch auswählen kann. Ein Problem, dem wir uns dann stellen mussten, war, dass wir taktile Führungsstreifen beispielsweise auch in Foyers haben, die sowohl Menschen mit Blindheit unterstützen als auch Menschen mit Sehbeeinträchtigung und diese innerhalb von SIT aktuell noch nicht zu mappen sind. Wir haben auch hier wieder uns am Outdoor-Bereich orientiert und das Verfahren, wie es im Outdoor-Bereich gemacht wird, adaptiert für den Indoor-Bereich und nutzen hier Waze mit verschiedenen Knotenpunkten, wobei die Knotenpunkte entweder einen Anfangs- und einen Endpunkt darstellen oder Abzweigungen. Wenn dann die Datengrundlage geschaffen ist, kommen wir zu dem Analyseschritt. Hierfür haben wir angefangen, eine Lösung umzusetzen, basierend auf OSM-Init.
Und diese überprüft einerseits die Geometrie und erfasst auch die Abdeckung des aktuellen Gebäudes. Wie gesagt, es ist eine Building Outline gegeben, die mit dem Min- und dem Max-Level getaggt ist. Daher wissen wir, hier sollten eigentlich SIT-konforme Elemente enthalten sein. Und wir prüfen dann für die verschiedenen Etagen entgegen, wie tatsächlich vollständig dieser Grundriss abgedeckt ist durch Räume, durch Korridore und Ähnliches. Der zweite wichtige Punkt sind hier halt Barrierefreiheitsinformationen. Da kommen wir genau zu diesem Aspekt, ob die Sprachausgabe beispielsweise an einem Fahrstuhl enthalten ist. Dafür haben wir verschiedene Achievements eingeführt, basierend auf den verschiedenen Objekten, die es gibt. Und es gibt auch eine Filterfunktion, die man da nutzen kann, um auszuwählen, was man sich anschauen möchte, ob man jetzt einen Fahrstuhl vervollständigen möchte oder Informationen zu Treppen oder Ähnliches. Der Prototyp ist auch schon bei GitHub frei verfügbar, wird aber aktuell von uns auch noch intern weiterentwickelt. Damit komme ich nochmal zu einer kurzen Zusammenfassung zu den definierten Herausforderungen. Es ist sehr komplex, die Daten zu erfassen. Daher bedarf es verschiedener Anwendungen, die einen da unterstützen. Die haben wir in verschiedenen Formen umgesetzt und entwickeln sie auch gerade noch weiter. Man bedarf auch Ansätze, um die Karten anzureichern. Und es ist auch wichtig, dass die verschiedenen Ansätze für verschiedene Szenarien geeignet sind. Das sind wir bei dem Thema Gebäudeanalyse. Wir hatten halt den Vorteil, dass wir die SVG-Grafiken hatten, aus denen wir die Gebäudestrukturen extrahieren konnten. Aber auch beispielsweise die Nutzung von Fluchtplänen sollte denkbar sein, insofern keine Daten vorhanden sind. Und es ist prinzipiell immer so, dass die Indoor-Kartendaten eine Nachkontrolle durch den Menschen brauchen. Also wir haben selbst noch keinen Prozess entwickelt, der zu 100% automatisiert das Ganze schafft. Man kann sich diesem Ziel sicherlich annähern, aber ich glaube, dass der Mensch als zur Nachkontrolle immer ein wichtiger Punkt ist. Genau. Damit möchte ich mich erst einmal bedanken für Ihr Interesse an dem Themenfeld und würde jetzt wieder an Dominik übergeben für die Fragerunde. Ja, danke Jan für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag. Spannend, was ihr da so macht, finde ich total gut, muss ich sagen. Und wir haben tatsächlich auch ein paar Zuschauerfragen, die wir jetzt einfach mal nach und nach abarbeiten. Mal gucken, von der Zeit her müssten wir sie, glaube ich, alle schaffen, sind 4 Stück, je nachdem, wie ausschweifend du antwortest. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Fangen wir mal unten an. Ist der TU Dresden Campus Navigator ein Projekt des Accessible Maps Project oder Nein. ist dieser unabhängig weiterentwickelt betrieben? Der Campus Navigator besteht schon lange Zeit an der TU Dresden. Und ist auch an der TU Dresden an einer anderen Stelle angesiedelt. Von daher ist es kein Projekt, das innerhalb des Accessible Maps Projekts jetzt entstanden ist und auch fortlaufend weiterentwickelt wird von der TU Dresden. Okay, dann hattet ihr ja einmal diese Fluchtpläne gezeigt. Da kam die Frage auf, ob die Fluchtpläne immer nur als Foto oder als Rasterdatei vorliegen oder ob es die Pläne vielleicht auch als Vektor gibt, was ja das Erkennen eventuell vereinfachen würde. Ich habe mich aufs Abfotografieren konzentriert. Wenn die natürlich als Vektorgrafik vorliegen würde, würde es tatsächlich einiges vereinfachen und wäre dann ähnlich gesät wie bei unseren SVG-Plänen, die wir architektonisch haben. Wir gehen aber davon aus, dass halt diese Daten nicht immer als Datengrundlage da sind. Von daher wollten wir auch einen anderen Prozess schaffen, der möglichst das Mappen schon mal erleichtert. Ja, okay. Genau. Noch eine Frage bezüglich der Pläne. Speichert ihr die Indoor-Pläne auch in OSM oder ist das TÜV für die automatische Extrahierung der Geodaten aus den Etagenplänen veröffentlicht? Du hattest ja auf jeden Fall was zu GitHub gesagt. Vielleicht sagst du da noch ein, zwei Worte zu. Also die SVG-Pläne veröffentlichen wir nicht. Die Daten aber sind veröffentlicht bei OSM. Also die Gebäude, wie beispielsweise Andreas Fitzmann-Bau, das ist unsere Fakultät Informatik oder auch das Hörsaalzentrum, die sind bereits vollständig auch von uns gemappt, auch andere Gebäude. Und wir sind gerade dabei, auch noch tiefgreifendere Barrierefreiheitsinformationen dort hinzuzufügen. Der Andreas Fitzmann-Bau ist hier ein schönes Beispiel.
Dort haben wir auch an die Treppen schon entsprechende die Handläufe mit erfasst, auf welchen Stellen, an welchen Seiten die sind. Wir haben dort auch die Sprachausgabe im Fahrstuhl mit erfasst und Ähnliches und sind jetzt dabei, nochmal über den ganzen Prozess drüber zu iterieren, um noch weitere Informationen auch zu erfassen und auch immer zu schauen, wie wird das beispielsweise in OSM bereits gemacht. Wir versuchen tatsächlich auch immer Vorgehensweise aus dem Outdoor-Bereich zu adaptieren. Das ist uns persönlich wichtig, damit wir hier nicht das Rad neu erfinden. Genau, diese Daten sind publiziert und werden auch noch wachsen. Da sitzen wir auch noch dran, dort noch mehr Daten einzupflegen. Dann noch eine ganz spannende Frage. Das scheint so, als wenn die Leute auch mitmachen wollen. Gibt es die Möglichkeit oder gibt es Pläne, die vorgestellten Bearbeitungstools zum Beispiel als Plugin zum Beispiel für JOSM bereitzustellen oder dort zu integrieren? Wir sitzen gerade daran, die verschiedenen Tools zusammenzuführen in einem ersten Schritt. Das Fluchtplan-Tool hat in dem Sinne noch einen Nachteil, dass beispielsweise die Wände noch nicht automatisch zusammengeführt werden. Wir haben aber diesen Bearbeitungsprozess im SVG-Tool. Das heißt, wir versuchen, diese Tools gerade zu kombinieren und wollen einmal ein Werkzeug schaffen, das möglichst viele Input-Möglichkeiten bietet, in dem Sinne, dass sowohl Fluchtpläne eingelesen werden können als Bilddatei, aber auch SVG-Pläne oder anderes und dann auch nach Möglichkeit in verschiedene Formate wieder zu exportieren. Es kann ja durchaus sein, dass auch jemand nicht nur das nutzen möchte, um simple Indoor-Tagging hier zu füttern in OSM, sondern auch zu anderen Formaten zu gehen, wie beispielsweise Indoor-GML, was ja für die Indoor-Navigation genutzt wird, beispielsweise. Und da arbeiten wir dran, diese Tools gerade zusammenzuführen und wollen die dann auch frei zur Verfügung stellen. Gleichzeitig gibt es ja mit dem Indoor-Helper ein Plugin, das bereits besteht für JOSM, um Indoor zu mappen. Dort hat auch die TU Chemnitz einen Beitrag geleistet, in dem Daten, die im dem Building Information Modeling Prozess vorliegen, tatsächlich dann zu SIT schon konvertiert werden können. Und auch da ist es aktuell so, dass wir das Plugin erweitern, um die alten, älteren Daten, die in Indoor-OSM vorliegen, innerhalb OSM auch zu SIT zu konvertieren. Das heißt, wir versuchen dort Möglichkeiten zu schaffen, auch aktiv an dem Ganzen teilzunehmen. Das klingt doch gut. Eine letzte Frage habe ich hier noch. Sie ist nicht ganz klar formuliert. Ich versuche sie mal zu formulieren. Ich hoffe, sie ist richtig. Können die Daten für mehreren Etagen visualisiert werden, zum Beispiel in 3D? Also, oder wie können sie visualisiert werden? Also die Visualisierung über die verschiedenen Etagen funktioniert übers Level. Das ist aber trotzdem immer erstmal eine 2D-Abbildung und wir erfassen keine 3D-Informationen, also wir erfassen keine Wandhöhe. Das wäre ja beispielsweise notwendig, um tatsächlich eine 3D-Animation beispielsweise von dem Gebäude vorzunehmen. Diese könnten aber ergänzt werden in OSM. Auch dafür gibt es ja schon Ansätze und Lösungen. Auch für die 3D-Darstellung selbst, aber das ist aktuell nicht unser Hauptfokus. Alles klar. Ja, danke nochmal für deinen Vortrag. Wirklich spannendes Themenfeld, was ihr da bearbeitet. Ich freue mich dann auf die nächste Foskis-Konferenz nächstes Jahr, wo ihr das dann nochmal live zeigt quasi. Ich denke, da werdet ihr fleißig weiterentwickeln. Ich bin gespannt, wie weit ihr kommt.